Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Evelyn, deine Plus-Size-Make-Up-Fee und ich habe auf diesem Kanal für dich verschiedene Drogerie-Make-Up-Produkte, lade wöchentlich ein Video hoch. Falls du zum ersten Mal hier bist, ich würde mich mega freuen, wenn du ein Subscribe hinterlassen würdest, vielleicht auch aufs Glöckchen drücken würdest, sodass du keine Videos verpasst. Das kostet natürlich für dich nichts. Aber für mich ist es sehr bedeutsam. Also, fangen wir mal an. Tatsächlich gibt es meinen Kanal schon ein bisschen länger, aber ich habe am Anfang auf Englisch irgendwelche Videos gemacht. Ich habe mir gedacht, ich steige jetzt einfach um auf Deutsch, weil ich gerne Drogerie-Make-up-Produkte benutze. Und es gibt wirklich nicht so viele YouTuber, die auch präsentieren, also deutsche YouTuber. Das sind immer wieder dieselben und immer wieder dieselbe Sachen und ich liebe die alle und folge denen auch allen, aber ich habe mir gedacht, warum nicht? So, und zwar habe ich heute hier die Drogeriemarke Catrice. Ich empfinde, dass von Zeit zu Zeit die Produkte von Catrice und auch andere Marken von der Drogerie sehr, sehr, sehr gut werden oder viel besser als früher. Heute habe ich ein paar Sachen hier, die ich am Freitag geholt habe. Die würde ich gerne mit euch nochmal testen oder zeigen. Auf jeden Fall fangen wir mal mit der Skincare. Ich habe mein Gesicht schon gewaschen, schon sauber gemacht und habe meinem Micellenwasser schon drauf, was nicht von Catrice ist. Und mache jetzt weiter mit einem Produkt. Das ist recht neu. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Das ist dieses Energy Superfruit Protection Serum mit Acai, Goji und Vitamin E und Blue Light Protection. Also dieses Blue Light ist dann auch diese Mikrofrequenzen von Handys, Laptops und so weiter. Machen wir mal ein bisschen auf der Hand was drauf. Ihr könnt ja auch ein bisschen die Konsistenz so sehen. Ist ein bisschen milchig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich heute Morgen nach dem Waschen nochmal aufgetragen, um es ein bisschen auszuprobieren, wie das so alleine performt. Und es verleiht ein echt schönes, frisches, glänzendes Gefühl und ja auch, man sieht es ja auch direkt am Gesicht. Nur als ich angefangen habe zu schwitzen, früh, weil das ja so schön warm ist momentan, hat mein Gesicht ein bisschen angefangen zu brennen, muss ich dazu sagen. Aber sonst ist es ein bisschen klebrig, aber dieses Klebrige hält nicht lange an. Also das Gesicht zieht es direkt ein und ja, es hinterlässt halt nur diesen wunderschönen Glow auf dem Gesicht. Ne? Ich habe jetzt von derselben Serie von Catrice auch ein zweites Produkt geholt. Ich liebe Serums und so, ja, Lotion oder Primer, bin ich immer gern dabei. Das ist das hier. Das ist das Hydro Supercharge Serum mit dreifache Hyaluronsäure, 1%ige und Niacinamide 5%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern Abend schon benutzt. Das ist so ein bisschen gelig. Ich nehme noch ein bisschen. So. Ja. Oder auch nicht. Also das ist auch mega. Die Produkte an sich riechen nach gar nichts. Aber die fühlen sich so mega gut an. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die fühlen sich richtig super gut an. Und sage euch gleich. Also ich tue den ein bisschen fester einreiben. Sollte man wahrscheinlich nicht, aber mir gefällt das. So, und das lasse ich jetzt auch ein bisschen antrocknen. Aus dem Grund, ich möchte, dass es auch schön einzieht.
Tatsächlich haben beide Produkte keinen Lichtschutzfaktor. Das heißt, unbedingt unten drunter seine Lotion anziehen. Ich habe das schon gemacht. So, und zwar machen wir jetzt weiter mit dem Grip and Less Body Primer von Catrice. Ich habe gesehen, das ist Dupe zu den Elf Body Primer. Den habe ich noch nicht ausprobiert, werde jedoch bald auch auf meinem Kanal zeigen. Er kommt mit so einem kleinen Applikator. Das kann man dann so rausschaben und sich aufs Gesicht auftragen. Ich trage das so ein bisschen auf meine T-Zone, um zu schauen, wie ich das jetzt verteile. So. Das ist echt, also so viel braucht man nicht. Ist echt giebig, merke ich gerade. Riecht ein bisschen wie so silikonig. Fühlt sich aber am Gesicht richtig gut an. Es soll so ein bisschen die Poren minimieren und die rote Flecken ein bisschen kaschieren. Ja. Als nächstes habe ich hier von der Clean ID, man kann das nicht so gut lesen, weil ich das jetzt schon ein bisschen länger habe und probiere. Das ist dieses 24 Stunden Halbe Hydro Skin Tint in der Farbe Neutral Sand 10. Das ist für empfindliche Haut, ohne Silikone, ohne Mikroplastikstücke. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine getonte Lotion oder Creme, Gesichtspflege. Ich schwöre darauf, das ist echt schön, vor allem für den Sommer. Da mag ich nicht so dickflüssigere oder mit dickflüssigere Konsistenz Produkte auf meinem Gesicht haben, weil ich sehr viel schwitze. Und auch, ja, ich mag das halt einfach nicht. Ich mag was Leichtes. Es ist im Sommer, ne? So, probieren wir das mal aus. Zack, zack, zack. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Produkt verträgt sich nicht mit jedem Skincare-Produkt von Catrice. Was anderes, man sieht ja, die Deckkraft ist sehr minimal, eher farbkorrigierend wie überhaupt irgendwas anderes. Das Produkt verträgt sich nicht mit allem Sachen, nicht mit dem Vitamin C Serum, nicht mit den Poreless von Catrice. Das wird dann wie so kleine Würmchen. Das Produkt kann man auch ganz gut mit den Händen verteilen. Also ich habe jetzt hier einen Beauty Blender benutzt, aber das ist jetzt nicht nötig. Wie man sieht, ich habe jetzt hier so einen kleinen Pickel. Den tut er natürlich nicht so gut verdecken. Ist aber jetzt nicht schlimm, weil ich habe jetzt nicht nach der besten Deckkraft geschaut, sondern einfach, dass man so ein frisches Gefühl auf dem Gesicht hat. So ein bisschen, gepflegt sein Gesicht sich anfühlt. Sowas, genau. Ich will mit einem Spoolie kurz meine Augenbrauen nach oben kämmen. So, als nächstes möchte ich meine Augenbrauen formen. Und zwar mit dem besten Stift. Von Catrice natürlich. Das ist der Slimatic Ultra Precise Brow Pencil. Der ist wasserfest, 1,5 mm, hat eine Spitze und ja, mit einer Mine drin und auch ein Spoolie drin, hinten dran. Was ich gerne damit mache, ist, man kann ja auch schöne feine Lines ziehen, aber ich tue gerne meine Augenbrauen outlinen. Mein Gesicht ist jetzt auch einfach mega feucht, ne? Von der Foundation. Ist aber nicht schlimm.
So, ich bin ja blond von Natur aus. Und das ist jetzt die Farbe Dark 030. Ich drücke da fast kaum an. Ich möchte nämlich nicht, dass es zu intensiv wird. Von der Farbe her, ne? Von der Farbintensität. Das lässt sich jetzt ganz gut wegradieren mit dem Finger, weil mein Gesicht noch, wie gesagt, sehr feucht ist und hydriert natürlich. Die Foundation zieht natürlich ein. Ich werde jetzt hier nicht mit so einem feuchten Gesicht rumlaufen. Der ganze Tag. So. Hab dann ein bisschen meine Augenbrauen ein Outline gegeben und ja, gehe jetzt mit einem anderen Produkt rein und fülle die so ein bisschen aus. Das, was ich jetzt benutze, ist von Essence, aber ich glaube, so was Gleichwertiges gibt es auch von Catrice, das müsste ich mir auch holen. Ich habe das noch nicht aus dem Grund, ich möchte erst das aufbrauchen. So ein bisschen die Augenbrauen gleichmäßiger machen. Möchte ich jetzt konturieren mit den Triangle Artist Contour Stick von Catrice in Farbe Warmbraun 10. Leute, das ist so cremig. Vom Geruch her riecht es nach gar nichts. Das ist so cremig, das ist so schön. Ich habe mir davon direkt 2 Stück geholt, ne? Also ich mache das überall hin, wo ich auch tatsächlich konturieren möchte. Das ist super lightweight, also ganz ehrlich, das ist für den Sommer genau das, was ich brauche. Dann gehe ich mit einem angefeuchteten Beauty Blender hin und drücke das so ein bisschen an. Leute, was ist denn das für eine schöne Kontur, Bronze, wie nennt man das eigentlich? So Schattierung, ne? So richtig schön leicht, angenehm, sommerlich. Man kann das natürlich mit dem Pinsel auch ausarbeiten, so ist es jetzt nicht. Man muss jetzt nicht mit dem Beauty Blender hingehen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen weicher mit dem Beauty Blender, wie wenn ich jetzt mit dem Pinsel hingehen würde. Ich würde das so ein bisschen, wie gesagt, reinpressen. Dadurch, dass meine Unterlage jetzt auch so feucht ist noch, so, ja, würde ich das Produkt nur hin und her schieben, wenn ich das jetzt mit einem Pinsel machen würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor ein paar Jahren könnte man das mit Drogerieprodukten auf gar keinen Fall machen. Diese schöne samtige. Fast wie Airbrush, würde ich sagen. Habe ich noch ein bisschen Restprodukt von vorhin. Hier mal rein. So ein bisschen kaschieren. Mit meinem nächsten Produkt. Das wäre die Pro Sleem Palette in Farbe Peach Origin. Also ich bin sehr begeistert von den ganzen Pro Sleem Paletten. Ich mache die mal auf. Die ist jetzt von den neueren, aber jetzt auch nicht so neu. Die gibt es jetzt, ist ja schon seit Anfang des Jahres erhältlich. Hier könnt ihr nochmal die Farben sehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Farben sind echt mega. Das sind 14 Farben. Davon sind 7 matt. 4 Metallic und 2 mit diesen Flecken da, diese komische Flecken. Also ich finde die echt mega. Und es hat auch so einen wunderschönen Spiegel dran. Und die Farben sind echt einfach genial.
Heute möchte ich einen Look kreieren mit der Farbe Cedar, Comfy, Eccentric und Amber. Ja, und ja, fangen wir direkt an, würde ich sagen, ne? Über das ganze Lid möchte ich die Farbe Comfy drauf machen. Ja, diese Farbe sieht ein bisschen aus wie meine eigene Hautfarbe, wenn ich das auf dem Lid habe. Aber die ist ja heller, weil ich so komische, dunkle Augenlider habe. Auf jeden Fall möchte ich die dann als Unterlage benutzen. Für den Rest meiner Farben. Tut dann auch ein bisschen, wie ihr sehen konntet, ist da ein bisschen von dem Make-up in die Lidfalte rein. Und das sieht dann so komisch. Und dann, wenn man diese schöne Farbe drüber macht, das cancelt das alles ein bisschen aus und saugt auch das restliche Öl von den Augenlidern. So, ich gehe direkt weiter mit der zweiten Farbe rein. Und zwar mit einem Pointed Crease Pinsel. Ja, Moment. Gehe ich in Cedar rein. Cedar ist dann so ein weicheres Braun. Dann platziere das hier auf meinem äußeren Augenwinkel. So ein bisschen spitzig. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe hat recht viel, oder die ganze Farben haben recht viel Fallout. Das heißt, wenn man ins Pännchen reingeht, also in die Farbe reingeht, dass man das so, ich weiß nicht, ob ihr das richtig gut sehen könnt. Naja, ich mache jetzt weiter in meinem inneren Augenwinkel. Ich möchte hier so ein bisschen Halo-Effekt kreieren. Dann muss ich nämlich danach nicht mit dem Concealer nochmal reingehen, wenn ich das sauber bekomme. Ich gehe jetzt mit einem sauberen Pinsel, fluffigeren, um das so ein bisschen auszubuffen, damit die Kanten nicht so hart sind, damit das nicht so aussieht, so plakativ, sondern eher schön und geschmeidig. So, machen wir das gleich am anderen Auge. Tatsächlich ist diese Farbe Cedar hier so ein bisschen bräunlicher, aber im Auge ist es eher so braun-aubergine, würde ich fast sagen. Ich finde diese Paletten so gut, aus dem Grund. Die haben zwar auch dunklere Farben, aber die Pigmentierung ist gut, aber alles nicht so stark. Und da kann man auch Looks kreieren für ja, Tageslooks und auch Abendlooks. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Look, den ich jetzt gerade schminke, ohne Eyeliner, ohne Lashes, kann man den auch tagsüber anziehen, ne? Mit einem schönen Anzug, mit einer schönen Jeans, je nachdem, was für ein Anlass oder wohin man hingeht, ne? So, das nächste, was ich machen werde, ich nehme einen, ja, so ein Pencil Brush und gehe rein in die Farbe Amber. Warum? Ich möchte die ganz präzise hier an meinem Außenwinkel und an meinen Crease setzen, um so ein bisschen Dimension ins Auge zu kriegen. Das sieht jetzt sehr dunkel aus oder sehr plakativ, aber das macht uns nichts aus. Ich möchte das nämlich im Nachhinein ein bisschen ausblenden. Ich möchte, dass es aussieht, als ob mein Auge so ein bisschen nach innen geht. So, und zwar mit demselben fluffigen Pinsel, den ich vorhin benutzt habe, gehe ich einfach da rein und tue das so ein bisschen ausweichen.
immer schön in Kreisbewegungen. Seht ihr, wie schön ich das jetzt hier mittig offen gelassen habe, damit ich diesen schönen Halo-Effekt erzeugen kann. So ein bisschen nachkorrigieren. Ich würde es auch ein bisschen nach außen ziehen. So, jetzt. Ich habe gestern versucht, mit so einem fluffigeren, flachen, stabileren Pinsel versucht, da in diese Farbe reinzugehen und die anzubringen. Das hat leider aber nicht so geklappt, wie ich das haben wollte. Jetzt werde ich mein Gesicht ein bisschen besprühen mit dem Setting Spray und gehe dann in die Farbe mit meinem Finger rein. Das ist die Farbe Centric. Jetzt ist mein Auge noch angefeuchtet, aber nicht zu feucht, so dass die Farbe schön drin kleben kann. Leute, schaut euch das mal an, bitte. Schaut euch mal das bitte an. Ich weiß jetzt nicht, ob man in der Kamera das so gut sehen kann. Ich habe das ja noch nicht mal so ausgeblendet, ne? Das ist jetzt einfach so da drauf geknallt, kann man sagen. So. Das ist so mega. Dieses Metallic ist vielleicht ein richtig wunderschönen Hello-Look, ne? So, jetzt gehe ich mit dem ersten Pinsel nochmal rein, mit dem ich die Farbe Cedar aufgenommen habe. Da gehe ich ein bisschen rein, das so ein bisschen auskorrigieren. Leute, man kann echt nichts sagen. Die Palette kostet 9,99 € und ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis kriegt man in der Regel so eine Pigmentierung in Drogerieprodukten nicht wirklich. Jetzt gehe ich nochmal mit diesem Pencil Brush und den Setter nochmal rein und füge das auch ein bisschen unter dem Auge, so dass es ein bisschen einheitlicher ist. Mag ich ganz gerne. Und mit dem Finger gehe ich da nochmal rein ins Daylight und bringe das so ein bisschen hier vorne ein. Meine langen Nägel ist ein bisschen schwierig. Das ging jetzt so schnell, ne? Habt ihr hier selber mitbekommen. Jetzt habe ich hier noch den Instant Awake Concealer von Catrice. Der ist mit so einem Püfferchen vorne dran. Den mache ich ja noch hier ein bisschen. Normalerweise mache ich mein Make-up nicht in dieser Reihenfolge. Aber zurzeit aus irgendeinem Grund mache ich es. Ich gehe auch gerne immer so hier an den Ecken gerne rein, damit ich das so ein bisschen säubern kann. Wenn da zum Beispiel Fallout ist unter den Augen, dann kann man das so ein bisschen schöner cutten. Hier habe ich das jetzt zu viel genommen. War ja klar. Ein bisschen Cut-Eye-mäßigeren. Kann echt nichts sagen. So, jetzt mache ich noch meine Mascara drauf. Und zurück zu euch. Jetzt nur noch ein bisschen Blush. Ja. Und das letzte Produkt, was ich heute dabei habe, ist von Catrice, das Voluminizing Lip Booster. Das ist so mit so kleine, ja, so Pigmente drin. Ich schwöre momentan auf Lipglosses. Das so ein bisschen minzig riecht es. Es brennt auch ganz leicht, aber jetzt nicht unangenehm. Und fertig. Jetzt kann der eine oder der andere sagen, ja, ich weiß nicht, die Farben sind mir zu intensiv für einen Tageslook. Aber ich persönlich mag das. So ohne Lashes, ohne Eyeliner kann man das ganz ruhig auch tagsüber tragen. Die Produkte
habe ich auch gelernt, richtig anzuwenden, weil wie gesagt, die vertragen sich nicht alle untereinander. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Catrice hat sich in den letzten Jahren so sehr verbessert. Ich meine, das sieht richtig flawless aus, ne? Ist schnell gemacht. Fazit ist, dass die Slim Paletten super toll sind und auch die Make-up-Produkte. Oder besser gesagt, das Make-up-Produkt, Foundation-mäßig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Mal.